Hey, was geht ab, Präsenz im Netz? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal über die neue Eventwoche in GTA Online. Denn es gibt ein neues Gratis-Fahrzeug in GTA Online und das schauen wir uns heute mal an. Und natürlich auch den Rest der Eventwoche. Video geht los. Viel Spaß dabei. Freunde, was geht ab? Es ist wieder einmal Donnerstag. Das bedeutet, es gibt eine neue Eventwoche in GTA Online und die zeige ich euch heute mal. Und vorneweg muss ich gleich sagen, die ist immer noch nicht so geil, wie sie eigentlich hätte sein sollen, beziehungsweise wie wir es uns mal wieder wünschen würden. Denn nach der Eventwoche von letzter Woche, die Easy Eventwoche, wollen wir natürlich alle mal eine geile Eventwoche haben. Aber wie gesagt, diese Woche ist jetzt nicht so super nice. Aber schaut euch einfach mal das ganze Video an, weil dann wisst ihr, was ihr von dieser Eventwoche halten sollt. Wenn euch das Video heute auch gefällt, würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr den Kanal hier für die täglichen Videos rund um GTA und GTA Online abonnieren würdest oder auch das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Jetzt würde ich aber auch sagen, lass mal keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Also fangen wir jetzt mal wie immer mit dem neuen Gratisfahrzeug an, mit dem neuen Podiumsfahrzeug, was im Casino am Glücksrad steht. Das ist diese Woche nämlich der Übermacht SC1 oder SC1, je nachdem wie du es aussprechen möchtest. Und ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht, aber irgendwie ist dieser Wagen relativ unbekannt. Ist ein Zweisitzer mit einem Originalpreis von 1,6 Millionen Dollar. Das bedeutet, dass ihr 1,6 Millionen Dollar spart, wenn ihr ihn diese Woche am Glücksrad dreht. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 195 km/h und das macht ihn leider nicht zu einem der schnellsten Supersportwagen im Spiel, deswegen würde ich ihn euch auch nicht für Rennen empfehlen. Falls ihr aber in einem freien Modus ein bisschen Spaß haben möchtet, einfach mal über die Autobahn brettern wollt, dann könnt ihr das mit diesem Ding auf jeden Fall machen. Dann kommen wir jetzt aber auch mal zu den Möglichkeiten, wie ihr diese Woche wieder Geld verdienen könnt, denn es gibt diese Woche wieder doppeltes Geld und RP. Aktuell gibt es nämlich doppeltes Geld und RP auf alle Spezialfahrzeug-Stuntrennen. Damit sind die Rennen zum Beispiel gemeint, die den Rocket Voltic beinhalten, aber davon seht ihr auch gerade ein bisschen Gameplay im Hintergrund und da muss man sagen, diese Rennen machen auf jeden Fall herbe Spaß und zahlen auch relativ gutes Geld. Kommen wir jetzt aber auch mal zum Fail der Woche, denn das ist der Diamond Casino heißt. Denn auf denen gibt es auch was Doppeltes, allerdings kein doppeltes Geld, sondern nur doppeltes RP. Also nicht falsch verstehen, die Bezahlung diese Woche ist so wie vorher. Allerdings bekommt ihr jetzt für das Diamond Casino heißt Finale doppeltes RP und das ist so eine Sache, da fragt man sich, warum? Warum Rockstar Games? Nach der eher langweiligen Easy-Woche von letztens hätte Rockstar Games mit doppeltem Geld wieder super viel rausholen können. Allerdings hat man sich nur für doppeltes RP entschieden und das ist halt wirklich furchtbar, furchtbar schade, weil RP eigentlich in GTA Online nicht viel bringt, weil ab Level 120 hast du sowieso alles, was du im Spiel haben kannst und nach 7 Jahren, denke ich, haben auch die meisten Leute Level 120 beziehungsweise Level 100 sollte ja irgendwie jeder hinbekommen. Das bedeutet, da hat Rockstar Games leider sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Falls ihr aber trotzdem Bock auf viel Geld in GTA Online habt, dann schaut doch einfach mal bei meinem Partner Loot4Games vorbei. Diese verkaufen nämlich Money Boosts in GTA Online für euren bestehenden GTA Online Account. Das bedeutet, ihr könnt diesen Account schon seit 3 Jahren haben, kauft euch dann Money Boost bei Loot4Games und seid dann Multimillionär. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sogar Milliardär werden, aber da will ich aufpassen, eine Milliarde ist ein bisschen viel, da kann man gebannt werden, aber bei Millionen müsst ihr euch keine Sorgen machen. 10, 20, 30, 50, 100 Millionen, kein Problem. Ich habe da zum Beispiel auch meinen Money Boost her und ich wurde bis heute auch noch nicht gebannt. Also der Shop ist zu 100% safe. Ihr werdet nicht abgezogen und Link ist dazu auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir dann mal zum Ende nochmal zu den Rabatten, denn diese Woche gibt es natürlich wieder Rabatte auf die ein oder andere Sache in GTA Online. Denn es gibt 50% Rabatt auf alle AK-Teilen und auf alle Basen. Das bedeutet, wenn ihr euch diese Woche wieder ein neues Business errichten möchtet, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Falls ihr mich fragt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, holt euch die AK-Halle, weil dann könnt ihr den Diamond Casino heiß spielen und auch wenn er diese Woche nicht doppeltes Geld gibt, ist er trotzdem sehr gut bezahlt. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fahrzeugrabatten, denn diese Woche gibt es 40% Rabatt auf den MOC, also das mobile Operationscenter. Dann gibt es noch 40% Rabatt auf den Caracara 4x4, der kostet dann noch ca. 525.000 Dollar. 40% Rabatt gibt es auf den Swinger, der kostet dann noch 545.000 Dollar. 40% Rabatt gibt es auf den Ardent, der kostet dann noch 690.000 Dollar. Und abschließend gibt es noch 40% Rabatt auf die Rouge und die kostet dann noch 957.000 Dollar. Also alles in allem würde ich dieser Eventwoche eine solide 3 geben. Das Gratisfahrzeug diese Woche ist zur Abwechslung mal wieder etwas hochwertiger. Die Stuntrennen machen auch sehr viel Spaß und geben dafür noch echt gutes Geld. Nur leider war die Aktion mit dem Casino heißt diese Woche nicht so mega geil. Doppeltes Geld wäre halt schon besser gewesen. Aber bei doppelten RP denkt man sich irgendwie so, yo, wollt ihr uns trollen oder was? Und bei den Rabatten muss man diese Woche sagen, wie gesagt, kauft euch auf jeden Fall eine AK-Teile. Denn damit könnt ihr noch passives Einkommen erzielen. Wenn ihr nämlich ein paar Spielautomaten kauft, dann bekommt ihr jede Woche noch ein paar tausend Dollar dafür. Und ansonsten würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, holt euch den MOC, falls ihr den noch nicht habt. Oder holt euch die Rouge, das ist ein wirklich gut bewaffnetes Flugzeug. Aber gut, das war's jetzt auch schon wieder alles in allem hier mit dieser neuen Eventwoche. Aber wie sieht das denn da bei dir aus? Bist du ein Fan von dieser Eventwoche oder denkst du auch wieder,
die ist scheiße. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und jetzt würde ich sagen, bis wir uns wiedersehen. Wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.